Das Thema Wein und Speisen ist sehr umfangreich. Ich möchte Ihnen da gerne ein paar Tipps geben. Wenn man den Wein etwas isoliert anschaut, gibt es da auch eine gewisse Reihenfolge, die man Wein behalten sollte. Das heisst, fruchtbetonte Weisswein, wie so einen Ivorn, nimmt man vor kalkvollen Weisswein, wie zum Beispiel einen Chardonnay im Barrique ausgebaut. Leichte Rotwein trinkt man vor kalkvollen Rotwein, wie zum Beispiel hier so ein Laudatio. Und am Schluss, wenn von der Menüfolge, wenn Sie noch ein Dessert haben oder einen Käse speziell, passt natürlich sehr gut verschiedene Arten von Süßwein, wie zum Beispiel hier der Eiswein aus Hallau. Zum Apero gibt es eine grosse Auswahl. Das kann das Klassische sein, ein Schaumwein, ein Champagner zum Beispiel, aber auch natürlich ein fruchtbetonter Weisswein, wie der Ivorn. Mit dem könnte man nachher auch gerade weitermachen. Wenn Sie Fischspeisen haben, eine Bachforelle zum Beispiel, passt so einen fruchtbetonten sehr, sehr gut. Wenn Sie mit Fisch weitermachen, Meerestier oder ein Thunfisch, da darf es etwas kräftiger sein, weil Thunfisch ist auch ein kräftiger Fisch. Da haben wir einen Chardonnay, der im Barrique ausgebaut ist. Das harmoniert sehr gut. Zum kräftigen Thunfisch passt natürlich auch, es ist etwas ungewohnt, ein Rotwein, wie zum Beispiel hier der Zweigelt. Sehr fruchtbetont, wenig Gerbstoff und man kann den auch gekühlt trinken zum Thunfisch. Das passt hervorragend. Wenn es zum Hauptgang weißes Fleisch gibt, zum Beispiel ein Bulle, passt natürlich auch hier wieder ein kräftiger Weisswein. Oder ein Rotwein, zum Beispiel der Merle aus dem Tessin. Es darf einfach nicht zu kalkvoll sein, der Wein, darf nicht viel Tannin haben, weil sonst übertönt der Wein das Fleisch und das wäre eigentlich schade. Ganz anders sieht es nachher aus, wenn wir in die kräftige Fleischspeise gehen, wie zum Beispiel Rindfleisch oder zu Herbstzeiten Wild. Da braucht es ein bisschen kräftiger Wein. Da könnte man gut den Cabernet d'Orsa nehmen. Das ist eine neue Traubensorte, die Leute noch nicht so bekannt und wäre sicher auch eine Überraschung. Oder dann hier ein Laudatio, ein Cuvée von verschiedenen Traubensorten, kalbvoll, mit einer schönen Tanninstruktur und einer schönen eingewogenen Säure. Das passt sehr gut. Zum Dessert gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann sein in süßen Bereichen, zum Beispiel ein Karamellköpfchen. Da würde sehr, sehr gut passen der Hallau Eiswein, weil der hat auch eine gewisse Süße. Oder wir gehen in Käsebereichen, einen ganz reifen Mascherin Mondor in Kombination zu so einem Portwein, ein absoluter Traum. Generell gilt, Wein und Speisen müssen in Harmonie sein. Keiner darf dominieren. Und Obacht, zu Salat, da passt überhaupt kein Wein.